Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal. Heute mal ein Video auf Deutsch. Ich werde heute versuchen, in so vielen Dialekten, deutschen Dialekten wie möglich zu sprechen. Solche Videos gab es ja schon in der Vergangenheit von mehreren YouTubern, allerdings meistens auf Englisch, die Dialekte und Akzente eben imitiert haben. Ich möchte das heute auf Deutsch machen. Ja, servus Leute, ich bin hier in Minga groß geworden, deswegen denke ich schon, dass ich ein bisschen Bayerisch sprechen kann. Jetzt nicht perfekt vielleicht, aber ich kann das rollende R nicht so gut. Aber ansonsten tat ich schon sagen, dass ich Bayerisch auf jeden Fall ein bisschen sprechen kann. Die von in der DDR damals hier rübergewandert sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Faxen dicke mit dir. Weil was du hier abziehst, geht überhaupt nicht klar. Also ich bin in Leipzig gewesen, in Dresden, in Chemnitz war ich auch schon mal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag den Osten richtig gern, aber Bayern mag ich lieber. Moin Leute, ich kann auch ein bisschen Hamburger Platz sagen, Alter. Also ich bin ja öfter in Hamburg und da gehe ich immer nach Wilhelmsburg, nach Harburg und in die ganzen Viertel da, Alter. Und ich finde das richtig geil, Alter. Da kannst du richtig was rocken, du. Auf dem Kiez kannst du da richtig Party machen. Ich kann auch ein wenig Fränkisch sprechen, ne? Bin ja in Nürnberg und Würzburg öfter. Und deswegen, also in Würzburg spricht man ja fast schon mehr Fränkisch, das kann ich jetzt vor allem nicht. Aber Fränkisch kann ich schon ein wenig sprechen. Und es gibt ja das weiche D und das harte D. Die kann auch ein bisschen Schwäbisch schwätzen. Aber nicht so gut, ich würde mal geschwind sagen, warum ich Schwäbisch gelernt habe. Also ich war in Reutlingen gewesen, das war ungefähr vor einem Jahr. Und da musste ich immer... Ja, mit den Leuten eigentlich Schwäbisch schwätzen oder mir ein bisschen angleichen. Ja, also in Berlin finde ich das immer richtig knorke, wenn ich da bin, wa? Ich habe ganz viel schon gesehen in Berlin, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir nicht unbedingt vorstellen, da auch zu leben, wa? Weil was zu mal lochen in Berlin ist eine ganz andere Sache, als wenn du dann nur Urlaub machst, weißt du? Ich kann noch geil sprechen, was ist denn mit der Kamera los, ey? Das geht ja gar nicht, muss ich mal gucken. Okay, jetzt habe ich das wieder bewerkstelligt, ne? Also Kölsch, ich bin auf der Karneval und bin auch in Düsseldorf auf der Karneval. Aber die Dorfgemeinschaft, so wie sie mal bestanden hat, meinetwegen auch noch bis Mitte des Jahrhunderts, ist nicht mehr so da, ganz einfach, weil die gesellschaftlichen Bedingungen anders sind. Es ist dieses Bäuerliche aus dem Dorfleben ja viel verschwunden. Die meisten Leute fahren doch irgendwie in die Städte zur Arbeit, haben andere Berufe, Dienstleistungen und so weiter. Ansonsten habe ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen, gell? Ich grüße alle daheim. Freue mich bald wieder richtig hessisch um mich rum zu haben, wenn ich wieder nach Hause fliege tut. Die beiden Jungs schauen mich wieder so erwartungsvoll an. Ich habe nichts mehr zu sagen, bin halt Blondie und ich wünsche euch noch einen herzlichen, schönen Tag, gell? Bye-bye, macht's gut. Die deutsche Sprache in Belgien zu fördern ist für die deutschsprachige Gemeinschaft, aber auch für ganz Belgien sehr wertvoll, weil das deutschsprachige Europa, insbesondere die Bundesrepublik Deutschland, für uns alle ein wichtiger Handelspartner, sowohl beim Import als auch beim Export ist. Für die deutschsprachige Gemeinschaft ist wichtig, dass wir sehr gerne... Guten Abend und herzlich willkommen auf Klagemauer TV. Für 10 Jahre hat den demolischen amerikanischen Präsident George W. Bush an einer Ausspruch und amerikanisch Volk für 3 Länder gewarnt: dem Irak, dem Iran und Nordkorea. Später sind dann noch Kuba, Libyen und Syrien dabei gekommen. Oder wenn sie sind von der Musik gegangen, hat er einmal einen Stempel getrunken, hat er einfach gesungen am Weg. Ich lerne halt euch zusammen, es kann nicht mehr lang dauern. Und da ist einmal der Polizist vorbeigegangen, hat ihn geirrt und gesagt, Lev, das singst nicht mehr, das kennst du ins Loch. Unser ostpreußisches Blatt, das also ein Niederpreußisch war, wie man es sagte, ein Niederdeutsch mit russischen Anklängen. Und dieses Gedicht ist das meistgedruckte von mir, sogar als russische übersetzt. Und das will ich jetzt vorlesen in dem Blatt meiner Heimat. Die Sammlung hier steht für die große Privatinitiative von Liechtensteiner Sammler. Im Jahr 2010 hat ein Liechtensteiner Sammlung seine ganze Sammlung dem Land Liechtenstein geschenkt. Und hier drin sehen wir die wichtigsten Exponate aus dieser wunderschönen Sammlung. Und dieses Apfelblütenei von Karl Fabergé war ein Teil dieser Schenkung. Gerade in den letzten Jahren sind wir teilweise zurückgefallen, sind von anderen überholt worden, sind nicht mehr das Land mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit in ganz Europa. Und auch was die Flüchtlingsbewegungen betrifft, hat sich da die Situation in Österreich nicht zum Positiven verändert.
Grüezi miteinander, ich kann noch ein bisschen Schweizerdeutsch reden, oder? Ich war schon des Öfteren in Zürich und in Basel gewesen. Und ich muss sagen, dass ich da ein bisschen herumgeschaut habe. Und ich finde auf jeden Fall den Schweizerdeutschen Dialekt richtig interessant. Ja, ich denke, das ist generell für Südtirol ist das ganz ein wichtiger Titel. Ich meine, es ist heimatverbunden. Man sieht, wie viele Leute die Rennen schauen, wie viele Leute die umfeuern und wie viele Leute, ja, dass die eigentlich richtig wahrnehmen, sagen wir so.